Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um das Thema Winkelhalbierende und ich habe euch die Konstruktion von so einer Winkelhalbierenden schon mal mitgebracht. Wie ihr ja wisst, Konstruktion heißt, ich muss mit dem Zirkel arbeiten, ausschließlich mit dem Zirkel. Erst am Schluss beim Verbinden darf ich Lineals verwenden. Und ihr seht auch schon die ganzen Striche hier dran, also hier ist wieder der Zirkel sauer im Einsatz. Aber alles nach und nach, Schritt für Schritt. Winkelhalbierende, was heißt es? Es geht um einen Winkel und es wird wohl etwas halbiert, nämlich ein Winkel. Wir schauen uns das Ganze an. Was müssen wir wissen von der 6. Klasse? Wir müssen wissen, was ein Winkel ist. Ein Winkel besteht aus zwei Schenkeln und einem Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt, das ist quasi die Begrenzung hier unten dran. Und davon gehen zwei Schenkel weg. Zwei Halbgeraden, könnte man auch sagen. Warum Halbgerade? Weil sie unendlich weit gehen und beim Scheitelpunkt aber aufhören. Wie misst man so einen Winkel? Man legt ein Geodreieck hin und dann die Grundkante hier auf den zu drehenden Schenkel und die Nullmarkierung auf den Scheitelpunkt. Und jetzt, wenn wir 80 Grad zeichnen sollen, nehmen wir bitte hier den Punkt und verbinden das Ganze, sodass es 80 Grad sind. Aufpassen, bei euch steht ja auch teilweise 100 Grad unter diesem 80 Grad Winkel, weil das ja in zwei Richtungen gezeichnet werden kann. Und bei 100 steht dann auch 80 dabei, da kommen ja viele durcheinander. Ganz einfach, das ist ein 90 Grad Winkel zu merken und ein Winkel, der so ausschaut, der muss 80 Grad haben, weil ein Winkel, der größer ist wie 90 Grad, der schaut so aus. Und deswegen können wir das relativ leicht entscheiden, ob es ein 80 oder ein 100 Grad Winkel ist. Ihr sollt jetzt konstruieren. Die Anleitung ist genau die gleiche wie bei der Mittelsenkrechten. Man macht einen Kreis mit zwei Schnittpunkten, man markiert die Schnittpunkte und man macht über diese Schnittpunkte eine Mittelsenkrechte. Das könnt ihr, das probiert ihr jetzt einfach mal aus. Ihr drückt jetzt auf Pause. Und weiter geht's. Natürlich habt ihr das hingekriegt, ich hoffe es zumindest. Kreis um den Scheitelpunkt und dann entstehen dadurch zwei Schnittpunkte. Diese markieren wir und dann machen wir da über diese beiden Punkte eine Mittelsenkrechte. Das heißt, wir stechen in dem Schnittpunkt ein und machen einen Kreis mit einem Radius, der größer ist als die Hälfte dieser Strecke. Und das Gleiche, den gleichen Kreis mit gleichen Radius, machen wir auch von der anderen Seite. Und dort, wo sich die beiden Kreise schneiden, dort ist unser, ja, erster Punkt der Mittelsenkrechten in Anführungsstrichen. Und den, wenn wir jetzt mit dem Scheitelpunkt verbinden, das ist bereits dann unsere Winkelhalbierende. Wir brauchen also quasi den zweiten Punkt auf der anderen Seite gar nicht, weil die Winkelhalbierende ja immer durch den Mittelpunkt durchgehen muss. Durch den Scheitelpunkt durchgehen muss. Was wir jetzt noch machen können, ist Geodreieck hinlegen. Hier hatten wir 80 Grad und hier sind es natürlich jetzt 40 Grad. Denn die Winkelhalbierende teilt einen Winkel in zwei maßgleiche Teilwinkel. Jeder Punkt der Winkelhalbierenden hat von beiden Schenkeln den gleichen Abstand. Schauen wir das an, was das heißt. Jeder Punkt der Winkelhalbierende. Ich habe jetzt hier einen markiert. Das ist ein Punkt der Winkelhalbierenden und habe den Abstand zu beiden Schenkeln gezeichnet. Abstand heißt immer 90 Grad Winkel. Den darf man jetzt in dem Fall zeichnen. Also 90 Grad hierüber und 90 Grad hierunter. Und dann, wenn man das Ganze misst, sind es 1,8 cm und hier auch 1,8 cm. Und das gilt immer, wie wir hier in unserem schlauen Geometrieprogramm anschauen können. Egal, wie ich den Punkt bewege, es bleibt immer derselbe Abstand. Und somit gilt auch diese Eigenschaft. Das heißt, wir haben zwei Eigenschaften bei der Winkelhalbierenden. Sie teilt in zwei maßgleiche Teilwinkel und jeder Punkt auf dieser Winkelhalbierenden hat von beiden Schenkeln den gleichen Abstand. Was das Ganze mit einer Achsenspiegelung zu tun hat, das will ich euch jetzt kurz zeigen. Ich habe hier ein Papier dabei und werde da jetzt mal ganz schnell einen Winkel rausschneiden. Also ganz kurz, zweimal reinschneiden. So, jetzt habe ich einen Winkel. Hier stellt man sich den Scheitelpunkt vor und hier die beiden Schenkel. Wie kriege ich da eine Winkelhalbierende hin, ohne zu konstruieren? Ich lege einfach beide Schenkel in Anführungsstrichen aufeinander, also beide Kanten aufeinander. Und wenn ich dann falte und aufmache, ist die Winkelhalbierende bereits entstanden. Das heißt, ich habe hier zwei maßgleiche Teilwinkel und eine Winkelhalbierende. Das ist quasi auch symmetrisch. Das war's. Konstruktion müsst ihr können. Ihr müsst wissen die zwei Eigenschaften. Und das hier, das solltet ihr auch noch wissen.